Okay, also. Hallo, das ist die Gruppe Ecobild und ich muss jetzt unseren Team präsentieren. Wir bestehen aus Fernando, Kiel, Lukas. In dieser Präsentation werden wir euch erklären, was wir gemacht haben. Und ja, lasst uns anfangen. Zuerst einmal einen großen Dank an unsere beiden Mentoren Jan und Sven, die uns wirklich sehr, sehr weitergeholfen haben. Erstmal werde ich kurz erklären, was überhaupt unser Spiel ist. Das heißt, Ecobild, also so ökologisch bauen, ja, es geht eigentlich darum, dass man eine kleine Siedlung hat, die halt aus Häusern besteht und man kann die bewegen, also viele verschiedene Gebäude. Es gibt Fabriken, Wohngebiete und so weiter und so fort. Das Komplizierte am Spiel ist, dass man einen Ausgleich zwischen der Produktion der Fabriken und den Wäldern auf der Map erschaffen soll, damit die Umwelt nicht zu sehr belastet wird. Jetzt werde ich euch die Technologien präsentieren, die wir benutzt haben. Wir haben zuerst mal Python benutzt. Python ist eine simple Coding-Sprache und ich muss Fernando danken, da er das meiste Coden gemacht hat. Und ja, danke Fernando. Gerne. Außerdem haben wir auch Pygame Pygame benutzt. Pygame ist einfach nur so ein Add-on zu Python, um einfach das Spiel zu gestalten. Dann haben wir auch noch Pixel Art benutzt, das ist um unsere Grafiken zu machen. Da muss ich Kiel und Lukas danken dafür, denn sie haben schöne Grafiken für uns gemacht. Wir haben auch Git. Wir haben auch GitHub benutzt. GitHub ist einfach nur so eine Website, wo man einfach nur im Team so Projekte für Coding machen kann. Und ja, das hat uns auch sehr geholfen. Und dann haben wir auch Visual Studio Code benutzt. Das ist einfach nur so eine Software oder so eine App, die man benutzt, um einfach zu coden. Und natürlich ChatGPT, aber nur zur Hilfestellung. Das meiste Code kommt von uns, aber ja, ChatGPT ist für jeden. Also okay, und wenn ihr unsere Website benutzt, besuchen wollt, steht sie dort hinter mir. Okay, nächste Slide. Genau. Also, unsere Ziele bei der Entwicklung war, dass wir ein wirklich nachhaltiges Städtebauspiel machen wollten, aber auch die Vermittlung von finanziellen Prinzipien wie auch Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein, aber natürlich auf spielerische Weise. Die Spieler müssen wirklich ein Gleichgewicht finden. Wir haben auch schon rumprobiert, es ist relativ kompliziert, wirklich hohe finanzielle Erträge zu schaffen, ohne wirklich auf die Umwelt zu achten. Und naja, alles in allem ist das Spiel relativ spaßig und auch zeitvertreibend. Das hier ist unsere Alpha-Version. Das haben wir gestern gemacht und das ist, was wir gestern geschafft haben. Gestern haben wir einfach nur die simplen Grafiken gemacht und wir konnten sie auch coden und wie zum Beispiel die Fabrik oder die Häuser und die Parks im Backend hinzufügen und sie dann auch noch kombinieren. Und ja, Fabriken produzieren Geld und Fabriken produzieren aber auch so Luftverschmutzung und die muss man durch Parks ausgleichen. Und Häuser produzieren sowohl Einwohner als auch Geld. Genau. Naja, und jetzt zeigen wir euch mal kurz das Endprodukt. Wir haben eine kleine Demonstration vorbereitet, die Kiel gleich öffnen wird. Ganz kurz. Ja. Genau, hier kann man den Code übrigens sehen. Genau, das ist jetzt das Spiel. Hier hat man zuerst zwei Häuser. Das ist der Anfang einer Siedlung. Und hier unten sind noch Buttons, um sich weitere Gebäude zu kaufen. Hier oben kann man dann sehen, wie viele Münzen man hat und Einwohner. Jetzt zum Beispiel kann Kiel ein Haus kaufen. Jetzt hat man noch ein Haus. Das wird irgendwo zufällig auf der ganzen Spielfläche generiert. Außerdem kann man diese Häuser zusammenschließen, um größere Häuser zu schaffen. Größere Häuser produzieren natürlich mehr Münzen, die jede x-beliebige Zeitspanne auch produziert werden, damit man sich dann weitere Gebäude kaufen kann. Hier zum Beispiel jetzt noch ein Haus. Größere Häuser können dann natürlich noch weiter vergrößert werden, sodass dann Level 3 Häuser entstehen, wie wir sie nennen, die dann genau jetzt noch größer sind. Jetzt kann man sich zum Beispiel Parks kaufen. Parks dienen dazu, die Umwelt zu entlasten,
Die sind in diesem Fall in kleiner Form, in Form eines Beetes, aber man kann sie natürlich auch zusammenlegen. Schlussendlich kann man dann auch Fabriken kaufen und bauen. Die kosten aber natürlich viel, viel mehr, produzieren aber dafür auch viel, viel mehr Geld. Genau. Willst du noch was sagen? Nein, danke fürs Zuhören und ja. Team Ecowelt, das ist euer Applaus. Kommt zu mir. Ich habe noch ein, zwei kurze Nachfragen zu eurem Projekt. Wie schnell habt ihr euch entschieden, dass ihr ein Game machen wollt? Das war relativ klar, schon eigentlich von Anfang an. Anfangs wollten wir ein Game im Web machen, dann wollten wir ein Game Engine benutzen, schlussendlich haben wir uns dann für Python entschieden. Aber Game war eigentlich von Anfang an klar. Ihr habt euch ja echt ein wichtiges Thema, nämlich Stadtplanung, rausgesucht. Das ist, glaube ich, jetzt nichts, was man in der Schule so lernt. Habt ihr das Gefühl, dass ihr mit Games euch selber und anderen Leuten was beibringen könnt? Ja, eigentlich schon. Weil Games helfen dir, Dinge einfacher zu lernen, oder warum? Ja, zum Beispiel, wie man mit Geld umgeht, kann man dadurch sehr gut und sehr einfach lernen, weil man das halt nicht in der Realität ausprobieren muss. Da bin ich ganz deiner Meinung. Genau. Applaus für Ecowelt, das ist euer Applaus. Vielen Dank.